Wir sind heute im Wald in Gelnhausen-Merholz, ehemals der Mittelpunkt der EU. Sven ist neben mir. Sven, was haben wir denn heute vor? Jetzt machen wir mal eine Fototour, wie ich das ja auch mal gemacht habe, mit Geocaching. So, und ich habe heute, wir haben noch zwei Gäste dabei. Wer bist du? Ich bin die Gabi. Und du? Ich bin der Julian. So, ihr macht Geocaching ja schon länger. Was ist das eigentlich genau? Geocaching ist das, was wir früher als Kinder oder viele von euch auch als Kinder gemacht haben. Eine Art Schnitzeljagd, nur dass das heute halt nicht mehr mit Schnitzeln gemacht wird, also Papierschnipseln, sondern alles übers Internet läuft und man braucht dazu gewisse Gerätschaften. Und das ist also einfach eine Freizeitbeschäftigung für Jung und Alt, für alle Altersstufen. Also ihr guckt vorher im Internet, wo es ein Versteck gibt und dann findet ihr den Startpunkt, oder? Genau, ja. Man kann sich also auf einer Seite anmelden und kann sich von dort aus Koordinaten holen, um den Startpunkt zu kriegen. Und diese gibt man dann in sein GPS-Gerät ein und dann geht es einfach los. Es gibt also verschiedene Arten von Caches. Bei manchen kommt man sofort ans Ziel und es gibt auch Caches mit mehreren Stationen, wo man also zwischendurch auch Rätsel lösen muss, um an die nächsten Koordinaten zu kommen. Die muss man sich also dann erarbeiten. Und ja, es gibt dann auch noch zum Beispiel welche, wo man zu Hause dann erst ein Rätsel lösen muss. Und dann gibt es auch noch welche, die mit digitaler Unterstützung vom GPS-Gerät her gelöst werden. Die sind dann hauptsächlich virtuell und noch so ein paar andere spezielle Typen, wo man dann teilweise auch nichts findet, sondern nur eine schöne Stelle hat. Aber das sind so die beiden wichtigsten eigentlich, die sie eben aufgezählt hat. Gut, dann schauen wir uns jetzt mal dein GPS-Gerät an. So, jetzt haben wir dieses GPS-Gerät. Was ist das genau? Das ist schon ein relativ fortgeschrittenes GPS-Gerät. Damit kann man eigentlich so ziemlich jeden Cache machen. Das hat hier ein Touchscreen, da kann man entsprechend dann zum Beispiel jetzt Koordinaten eingeben, wo man dann hin möchte. Oder man kann auch direkt auf der Karte gucken, wo man hin möchte. Man kann sich auch die Caches direkt da drauf ziehen und die dann entsprechend direkt hier über das Gerät mit der Beschreibung direkt suchen. Also das hat ziemlich viele Funktionen. Das ist jetzt aber nicht alles notwendig zum Geocachen. Es reicht auch schon ein Handy oder so oder ein ganz einfaches GPS, wo man einfach Koordinaten eingeben kann. Das ist das Nötigste, ist halt wie gesagt eigentlich das GPS, um die Koordinaten zu finden. Und das ist jetzt eigentlich ein kleines Navi. Ja, genau. Man kann damit auch im Auto navigieren oder mit dem Fahrrad. Das ist also ziemlich universell einsetzbar. Gut, dann machen wir die Koordinaten von unserem ersten Standpunkt rein und dann gehen wir los. Ja. So, dann gebe ich die mal hier ein. Das zeigt mir jetzt an, es sind noch 32 Meter bis zum Startpunkt. In welche Richtung? Ja, da in die Richtung ungefähr. Da können wir da jetzt mal hingehen. Gut. So, jetzt sind wir an der Tafel hier. Was ist jetzt der nächste Punkt? So, jetzt in der nächsten Station ist die Aufgabe, man soll schauen, in welchem Jahr gründeten zwei Unternehmer aus Weilburg an der Lahn den Heilerer Mangan-Erzbau neu. Da muss man jetzt hier die Quersumme der Jahreszahl bilden, also würden wir erstmal hier suchen. Erstmal sich mit der Geschichte befassen. 16 und 16, 22. Da sind schon mal. Da haben wir jetzt die erste Zahl, die ich jetzt natürlich nicht sagen werde. Das ist dann. Ja, wir müssen das so ein bisschen geheim halten. Deshalb sind auch manchmal irgendwie Blätter vor Schildern oder wir sagen irgendwelche Zahlen nicht, damit andere Leute, die den gleichen Cache noch finden wollen, noch nicht alles vorweggenommen kriegen. Genau. So, deshalb steht hier als Zahl 1, 2, 3, 4. Ja, das müssen wir jetzt auch. Jetzt müssen wir eigentlich nur zwei Jahreszahlen zusammenrechnen und dann auch schon die Koordinaten wieder berechnen für die nächste Station. Okay. So. Jetzt sind wir falsch, oder wie? Ja, es kann sein, weil die Koordinaten manchmal halt ein bisschen ungenau angezeigt werden. Dann müssen wir jetzt halt da hinten wieder zu der Tafel. Das sind jetzt 20 okay, Meter. Gehen wir mal darüber. So. So, jetzt sind wir bei der anderen Tafel und jetzt? Hier ist jetzt auch nicht die Station, deswegen schaue ich jetzt einfach mal in die Beschreibung, weil vielleicht ergibt sich dann daraus ja irgendwie, dass es zwischen zwei Stationen ist oder dass man da nicht direkt an der Tafel was schauen muss. Dann
Vielleicht steht auch dazwischen irgendwo was hier. Ja, ich schau mal, die Aufgabe ist irgendwas mit, aus welchem Jahrhundert stammt der romanische Lettner im Inneren der Marienkirche? Ja, das ist dann wahrscheinlich also dann doch die andere. Auf Karte. Dem hier geht es um Funktionsvielfalt der Feldgehölze, irgendwelche Obstsorten und irgendwelche Vögel, aber... Das scheint dann noch nicht so passen, dann ist es vielleicht doch die andere Tafel und die Koordinaten sind einfach ungenau, das kann auch mal vorkommen. Das, wie oft das, habt ihr das? Ja, das kommt eigentlich immer, kann man nicht so sagen, es kommt halt je nachdem drauf an, wenn der Typ, der den Cache ausgelegt hat, vielleicht schlechtes Wetter hat beim Koordinaten ausmessen, dann kann es schon sein, dass die einfach ein bisschen ungenau sind. Dann muss man halt dann anhand der Beschreibung und logisch denken und dann kann man sich meistens die richtigen Koordinaten dann denken. Gut, dann oder. So. Gehen wir nochmal zu der anderen Tafel. So, hier geht es um die Biogasanlage. Nee, das ist falsch. Hier geht es um Brände, aber wir suchen Marienkirche. Mhm. Ja, genau. Ist hier drauf. Dann müssen wir jetzt mal hier in dem Text rumsuchen. Ich will mal schauen. Wir suchen eine Zahl. Dann können wir mal nach Zahlen suchen. Hier steht was, da steht was. Hier steht mit Eiszeit, das ist wahrscheinlich zu früh. Ich schau mal gerade. Marienkirche, ja. Über der Stadt erhebt sich der Kronjubel Gottes, die evangelische Marienkirche. Da steht was mit einem romanischen Lettner aus der Mitte des Jahrhunderts. Es steht ein Jahrhundert dran, genau, und die Zahl brauchten wir. Genau, und dann brauchen wir noch eine weitere Zahl. Das ist die Frage, wann fand die letzte Weinlese in etwa statt? Weinlese? Hier steht's. Letzte Weinlese kurz nach 100. Aha, na bitte. Gut, dann haben wir jetzt unsere beiden Zahlen. Ja, jetzt müssen wir wieder, wie bei jeder Station, berechnen. Diesmal kommt sogar Multiplikation dran. Ja, das fordert jetzt auch mal ein bisschen. Oh, ich hatte schon wesentlich Schwierigeres, so mit Wurzel und Potenz und sonst was. Das ist dann auch bei schwierigen Kreis durchaus die Regel. So, F war... Das ist dann schlimm, wenn man dann ein Zahlenschloss hat, was geknackt werden muss und man kriegt die Formel nicht raus. Ja, wie oft habt ihr so Zahlenschlösser dabei? Ist das ab und zu mal? Ab und zu, ja. Also ich hatte es jetzt einmal, Julian weiß ich jetzt nicht. Aber ja, schon öfter mal so ab bestimmt so 10 Caches bestimmt. Also ich habe jetzt schon irgendwann 750 ungefähr gefunden und da waren mindestens 10, schon wahrscheinlich 20. 750, was machst denn du sonst noch? Auch gar nicht so viel, aber ich sag mal, hier in der Region gibt's jemanden, der hat irgendwie über 11.000 Caches gefunden, also als Vergleich. So, wir sind jetzt durch einige Meter Feld und dann irgendwie durch den Wald und dann war da auf einmal so ein ganz, ganz dünner Weg und den mussten wir tatsächlich rein. Ja, da ist jetzt hier eine Infotafel. Das ist jetzt die vorletzte Station vor der tatsächlichen Dose. Jetzt sind wir hier am Bergmannsloch in Heiler, so heißt auch der Cache. Das ist dieses Loch hier. Das können wir uns gerade mal anschauen. Da geht es irgendwie ziemlich seltsam in den Berg rein. Kannst du was dazu sagen, was das ist? Ja, also laut der Beschreibung des Caches wurde dieses Bergmannsloch extra für den neu eröffneten Heilerer Kulturweg 2012 wieder freigelegt. Und das, ich nehme mal an, ich weiß es jetzt selbst nicht, dass das wohl ein Zugang zu einem kleinen Stollen war, wo dann früher eben gearbeitet wurde. Aber da müssen wir jetzt nicht reinkriechen und die Dose daraus zu. Das ist ja auch zu, da muss man nicht rein. Gut. So, was ist dann die Aufgabe? Jetzt muss man hier an der Infotafel wieder zwei Daten suchen. Dann muss man zuerst mal schauen, in welchem Jahrhundert tauchte die alte Mühle erstmals in den Akten des Büdinger Archivs auf. Ach du meine Güte. Ja, hier hat man wieder einige Jahreszahlen. Akten des Büdinger Archiv tauchte sie erstmals in diesem Jahrhundert auf. Genau, da hat man schon mal die eine Zahl. Und die andere Zahl ist, Frage ist, was wurde in Heiler ab 1610 gefördert? Gefördert wurde in Heiler seit 1610. Ein Metall, ja. Gut, ja, da hat man wieder die zwei Zahlen. Da muss man dann die Summe der Buchstabenwerte bilden, also zum Beispiel A gleich 1, B gleich 2 und das dann zusammenzählen. Das ist auch eine häufige Aufgabe bei so kleinen Stationen. Und wenn wir das jetzt berechnet haben, dann kommen wir zur Dose, also zur letzten Station von diesem Cache. Das heißt, das ist ein sehr, sehr kleines Geocache. Es geht, es gibt noch wesentlich kleinere, wo man dann wirklich nur eine Station hat und dann direkt zur Dose kommt. Das ist eigentlich noch eine relativ normale Größe so. Das, ja. So, was hast du gesagt? Irgendwo hier in den Wald rein? Genau, jetzt hier gleich, da sieht man so einen kleinen Pfad, da sind wohl schon Leute vorher lang gegangen. Da schicke ich dich mal vor, da sind Brennnessel. Ja, ich gehe mal vor mit den kurzen Hosen. Jetzt hier irgendwie durch die Brennnessel, dann durch die Tanne
Und dann fällt man hier fast um und... Es sind jetzt noch 19 Meter, jetzt muss man da oben... Noch 19 Meter. Ja, das kann durchaus mal vorkommen, dass man ein bisschen abseits vom Weg... Ja, das ist ein bisschen ganz schön abseits. Eieiei. Ja. Ja. Ei, ei. Das ist überall schon Leute gewesen. Hier durch. Da müssen wir jetzt durch. Noch 9 Meter an. Noch 9 Meter. Es kann auch durchaus mal so sein, dass es nur 5 sind, weil im Wald ist die Genauigkeit meistens nicht ganz so groß. Dann heißt, wir gucken schon mal hier die Bäume an, ob wir irgendwas sehen. Ja, eher am Boden würde ich schauen. Das Ding liegt auf dem Boden. Es ist in der Regel am Boden. Es gibt auch Cache. Ich glaube, ich habe es gefunden. Das sieht in der Tat so aus. Ja. So. Warte. Wir haben eine Dose gefunden. Da steht auch was drauf. Kann man nicht lesen. Offizieller Geocache, das steht auf vielen Dosen, einfach damit Leute, die das finden und nicht wissen, was es ist, nicht denken, es wäre eine Bombe oder sonst irgendwas so. Schlimmes. Wollen wir mal reingucken, was da drin ist? Gucken wir mal rein. Ja. So, dann nehmen wir jemand den Deckel. So, wir haben ein Logbuch, das gebe ich dir schon mal. Dann zeige ich mal, was wir hier so gefunden haben. Figuren, irgendwelche Ü-Ei-Sachen. Hier ist ein Bleistift drin. Damit können wir uns dann gleich in das Buch eintragen. Was das hier sein soll, kann ich nicht ganz erkennen. Aber daran hängt auch noch irgendwas. Bisschen Kleinzeug. Ja. Und irgendwas Feuchtes. So. Man kann sich da was rausnehmen, man muss aber nicht, man kann auch was tauschen, wenn man das möchte. Ja, wenn man was bleibt rausnimmt, jedem. Muss man was reintun. Genau. So, dann ich lege gleich einen Aufkleber rein und jetzt kümmern wir uns erstmal um das Logbuch. Hier hast du den Bleistift. Ja, ich habe meinen eigenen Stift dabei, ich trage ihn nur mit Kuli ein. Alter. Dann trag mal mit Kuli ein, ich suche derweil einen Aufkleber. So, das ist der... 26. So, da schreibt man als Name, Datum. Name, Datum und noch irgendwelche Kommentare in der Regel. 26. War gut zu finden, kannst du einschreiben. Genau. Busy leicht, so man ist mal busy. Uhrzeit schreibe ich auch noch dazu, das ist 15.40 Uhr. So, kann ja mal gucken, vielleicht war ja heute schon jemand hier oder. Dann war der letzte hier, am 8.6. Das ist schon eine Weile her, dass der letzte den gefunden hat. So, was hat er als Kommentar geschrieben? Er hat geschrieben, vielen Dank für den kleinen Multi und fürs Zeigen. Davor am 5.5., das ist auch schon, vielen Dank sagen Chris und Rüdebücher. Ja, da gibt es auch so Stempel zum Loggen. Stempel gerade mal zeigen, genau. Hier hat jemand... Gibt es da durchaus kreative Leute, die dann reinstempeln. Aufkleber. Ja. Wir können auch so einen Aufkleber auf die komplette Seite pappen. Also wir tragen Platz uns da jetzt mit unserem Geocaching-Nickname ein. Nicht mit dem realen Namen. Und damit kann man euch auf dieser Geocaching-Plattform auch finden? Genau, ja. Ganz genau. So, schreiben wir jetzt da rein. Ich heiße Metzgerman, sie heißt Hesselein, genau. Ja, und schreibt noch dick und doof dazu, dann sind der Sven und ich auch dabei. Ich schreibe es mal in Anführungszeichen. Ja, schreibt mal dick und doof dazu. Ich glaube, das passt da ganz gut. So. Und macht man noch ein TFTC unten drunter. Das heißt dann, das ist das Kürzel für Thanks for the Cash. Hm. Einfach, das freut den Owner, das ist einfach eine nette Geste. Schreib hin, mit Fernsehen zusammengefunden. Ja, genau. Schreib mir gleich noch eine URL dazu, da kann man dann den Film gucken. Das ist die URL, die ihr jetzt hier unten eingeblendet seht. Ich schreib mal hin, mit Kamerateam gefunden. Genau. Sonst denkt man noch mit dem Fernseher, oder? Ja, das kommt ja auch im Fernsehen. Müssen wir jetzt hier im Fernsehen. Ja, aber ich dachte, sonst denken die vielleicht noch mit dem Fernsehgerät oder so. Ein Film fürs Radio, genau. Ja. Mit Kamerateam gefunden. Gefunden. Extra wenig Spoiler oder so. Ja. So, dann haben wir das Buch. Legen das jetzt wieder da rein, zusammen mit dem einen Aufkleber, den ich noch gespendet habe. Und das ist also auch Ehrensache, dass man die Dose wirklich wieder genauso versteckt, wie man sie vorgefunden hat, für den nächsten Cacher dann. Ich werde jetzt mal noch was reintun. Du wirst noch was reintun? Mein Handy? Ein USB-Kabel. Nee, und zwar werde ich jetzt noch etwas reintun. Das ist ein sogenannter Travel Bug. Das sind kleine Gegenstände, die man in Caches findet. Die nimmt man raus und tut sie in einen anderen Cache wieder rein. Das unten ist wichtig. Und da hängt jetzt hier so eine... Den Code nicht zeigen. Denk dran wegen der Nummer. Hier steht jetzt hinten eine Nummer drauf, was bedeutet diese Nummer? Mit dieser Nummer kann man dann auf der Geocaching-Webseite, also die kann man eingeben und dann kann man loggen, dass man dieses Teil halt eben aus dem Cache raus hat und in den anderen zum Beispiel rein. Und das hast du jetzt woanders gefunden? Das habe ich, wo habe ich das gefunden? Das habe ich, glaube ich, in Hamburg irgendwo in einem Cache gefunden.
das habe ich jetzt halt hier hin. Und die meisten reisen einfach so umher, aber es gibt auch welche, die haben durchaus so eine Mission, zum Beispiel immer nur in Caches im Wald zu sein oder immer nur in Touristencaches oder so, sowas in der Art. Das ist natürlich schön, weil da kann man natürlich, wenn man dadurch auch Fotos bekommt, dann immer verfolgen, wo das Teil gerade ist. Das ist gut, dann machen wir das da jetzt rein. So. Und machen es wieder zu. Jo. Das sind also spezielle Dosen, die auch wasserdicht sind. Ja, in der Regel Tupperdosen eigentlich. Ja, in der Regel halten die schon eine Weile. Und jetzt kommt das hier in diesen, kann mal ein Baumstamm gewesen sein. Genau, wie war das längs? Ja, da, so da rein und dann legen wir das hier. Laub davor noch, ne? Also ich habe so ein bisschen was Grünes hier rausschimmern sehen. Machen wir mal so. Und das da irgendwie davor. So, damit wäre das Cache gefunden und wieder versteckt. Und wir widmen uns jetzt dem nächsten Cache. Wo wollen wir denn jetzt hin? Jetzt gehen wir nochmal so da oben in die Richtung. Das ist dann ein sogenannter Tradi, also ein traditioneller Cache. Da findet man direkt die Dose, also hat man nicht mehrere Stationen. Den nehmen wir jetzt quasi noch unterwegs mit. Also wir suchen, weil er eh da ist. Genau, weil wir eh da vorbeikommen. Gut, dann schauen wir mal. So, knappe 200-300 Meter weiter ist schon das andere Cache. Mhm. Wo denn? Ja, hier oben im Baum. Da oben im Baum müssen wir jetzt irgendwo suchen. Stand das denn auch im Internet dabei, dass das irgendwo in dem Baum ist? Das jetzt nicht direkt, aber das hat als Terrainwertung 4 von 5 Sternen. Das heißt, da kann man schon damit rechnen, dass man mal einfaches Klettern durchaus tun muss. Also ohne Ausrüstung, aber schon so auf geringer Höhe im Baum, das ist da durchaus mit drin. So, wir haben es jetzt schon gefunden. Das Cache, guck mal nach hier. Da zwischen der Astgabel da oben, da sieht man ein komisches Döschen hängen. Und du möchtest jetzt klettern? Ja, ich würde dann einfach von der Bank dann da das hochspringen, dass sie einfach... Ja, dann springen wir da hoch. Ich probiere es mal, ja. So, er steht auf der Bank, auf der Lehne. Springt, hängt... Ui, er ist schon oben. Jetzt steht er da oben, jetzt schraubt er das Döschen auf. Versuch einfach mal das Logbuch mit runter zu bringen. Ja, wunderbar. Genau, bring mal alles mit runter, dann brauche ich... Festgemacht, aber das Logbuch kann ich mitbringen. So, er kommt wieder runter. Hops. So, da ist nur ein Logbuch drin. Das gibt es dann auch, Geocache. Genau, das ist so ein Mikrocache, der ist entsprechend so groß, dass eigentlich nur ein Logbuch reinpasst. Weißt du was, wir machen trotzdem einen Aufkleber rein. Ja. Oder zwei, drei. So, da ist noch viel Platz auf der Rolle. Ja, ich schaue gerade, wo der letzte Eintrag ist. Das ist ein bisschen unübersichtlich. Die Landfrauen. Ein Cache von... Und ich dachte, das ist dann. Genau, das ist so ein, sogar mit kolorierten Feldern für den ersten, zweiten, dritten, der das findet. Das ist dann immer so eine Wann kleine Ehre. Wann war denn der erste? 17.08.2012. Okay. Ja, der liegt dann schon ein bisschen länger, der Cache. So, ja, dann würde ich sagen, kann man sich hier dann eintragen. Und 20. und Uhrzeit brauchen wir auch noch. Ja, das, guck mal hier, das ist 15.56, ja. 55. 15. 55. So, jetzt machen wir diese schönen Aufkleber da noch mit rein. Ja, passt auch gerade so rein. Das kriegen wir schon. Ja, dann kann man hier so einrollen. Ja, ach so, die ganze. Ach so, ich dachte, die kleben wir da drauf. Nee, nee. Ja, hoffentlich passt das da noch drin. Das kriegen wir da schon drin. Ja. Das kriegen wir schon. So. Wie Tarzan. So. Jetzt ist er oben. Doch, jetzt. Doch, hat gepasst. Knapp, aber hat gepasst. So, jetzt ist das wieder runter. Moment. Ja, so. Das war ein ganz einfaches Cache. Wir wussten nur wo. Und da haben wir dann im Baum das Ding schon gleich hängen gesehen. Genau, da ist eigentlich das Schwierigere, das zu wirklich da dran zu kommen, als es wirklich dann zu entdecken eigentlich. Ja. Okay, wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir, muss gerade überlegen, wahrscheinlich nochmal in die Richtung. Ich muss jetzt aber gerade auch nochmal nachgucken. Und das ist ein Cache, das ist ca. 8 Kilometer? Genau, das ist jetzt, der hat in einem Wettbewerb teilgenommen, der MKK 2012 Wettbewerb. Und das ist da, also ein Wettbewerb von Geocachern aus dem Main-Kinzig-Kreis. Und da hat er den zweiten Platz bekommen und den ersten Platz in der Kategorie Multicache, also mit mehreren Stationen. Das ist also entsprechend ein ziemlich schöner Cache, kann man wohl erwarten. Oh ja, wohl
Da kann man sicher auch einige Überraschungen erwarten. Okay, wir sind gespannt. So, jetzt sind wir beim Geocache-Startpunkt. Hier sagt dein Gerät, irgendwo müssen wir suchen. Genau. Und laut der Beschreibung lag hier früher bis zum 16. Jahrhundert mal das Dorf Ettengesäß. Hier? Ja, irgendwo hier war das wohl. Die haben Gelnhausen gemeint, ist da unten. Ja, genau. Ja, der Cache heißt halt auch Geschichte auf Schritt und Tritt, also ist wohl zu erwarten, dass sich hier immer irgendwas Geschichtliches befindet. Gut, das heißt, Wir müssen jetzt hier immer suchen. Mal hier im Gebüsch gucken, ob da mal was liegt. Wie kann denn so ein Anfang aussehen? Ja, das kann eigentlich alles möglich sein. Zum Beispiel hängt dieser Vogelkasten da so verdächtig. Manchmal könnte irgendwo ein Zettel sein, zum Beispiel. Manchmal sind Vogelkästen, die auch vorne zugeschraubt sind, sodass kein Vogel rein kann, die dann extra für Caches gemacht wurden. Hier liegen auch verdächtig viele Ästchen rum, als hätte jemand versucht, an irgendwas ranzukommen. Hier liegt auch irgendwas im Wald. Das könnte natürlich auch was sein. Könnte auch was sein. Ich gehe jetzt mal da rein. Das ist fest. Das ist doch, man kann es aufmachen, da ist ein Zettel drin. So, ich hol's mal raus. Also hier so ein, mit so einem Deckel, das war so ein Rohr, was da irgendwie in der Erde steckt. Und ja, das ist, gebe ich mal dir, du bist Fachmann. Ja. Hier ist, notiert euch für Station 1, A gleich. In diesem Text verbergen sich die Minutenwerte der Koordinaten von Stage 2. Da muss man jetzt also wieder rechnen. Da sind jetzt wohl... Da muss man jetzt wohl irgendwie aus dem Text irgendwelche Zahlen herausfinden. Das ist jetzt, müsste man da mal lesen. Okay, dann machen wir das mal und dann schauen wir mal, wo uns die zweite Station erwartet und wie viel Kilometer wir hier wirklich laufen müssen, um den Cache zu finden. Wir sind jetzt nahe Gelnhausen, das sieht man hier unten im Tal. So, wir haben jetzt hier ein schwieriges Rätsel. Wir haben einen Text, den müssen wir rückwärts lesen. Und da drin sind dann irgendwelche Zahlen versteckt. Und die müssen wir jetzt suchen und die ergeben die nächsten Koordinaten. Also das ist wirklich eins der schwereren Geocaches. Ja, der hat auch die Schwierigkeit 4 von 5. Das merkt man auch direkt. Also man muss schon wirklich genau hinschauen. Das ist knifflig versteckt, aber machbar. So, haben wir jetzt eine Lösung. Ja, für den zweiten Teil der Koordinate haben wir jetzt schon eine Lösung. Für den ersten muss ich jetzt noch mal ein bisschen genauer lesen, aber ich habe jetzt das System verstanden, also ja. Dann haben wir den gleich. Also wir kniffeln noch ein bisschen. So, wir sind am zweiten Punkt angekommen. Ja, hier steht laut der Beschreibung, hier stand laut der Beschreibung mal die Kapelle St. Veit, die auch Weißkirche genannt wurde. Ich sehe nur Brombeeren. Ja, ich momentan auch, aber ja, hier ist dann wohl die zweite Station irgendwo versteckt. Ist direkt hier an der Straße. Man hört es hier im Hintergrund. Und hier muss jetzt irgendwo irgendetwas sein. Ja. So, ich suche jetzt mal bei den Brombeeren und ihr guckt mal woanders, ne? Okay. Da ist doch was. Sieht schon sehr nach Cache aus, ja. Ja. Aha. Das ist ein Gelump hier. Guckt euch das an. So. Das hier sieht aus, als wäre der Drucker kaputt gewesen. Ganz, ganz merkwürdig. Oh Gott, da muss man bestimmt was raussuchen aus dem. Ja. Oder das könnte ein Foto von irgendeiner Schlange sein. So, jetzt gucken wir mal, was hier drauf steht. Das sieht sehr merkwürdig aus. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit stand auf dieser kleinen Anhöhe die Kapelle St. Veit oder auch Weißkirche genannt. Lest aus den beiden magischen Bildern die Minutenwerte für die Nord- und Ostkoordinaten von Station 3 ab. Was soll man da ablesen? Koordinaten aus magischen Bildern. Ich lese daraus ab, dass den hier Drucker kaputt gewesen ist. Seite, in der Tat, ja, aus beiden Bildern. Ja, dann? Dann suchen wir mal und finden dann hoffentlich den dritten Punkt. Und dann irgendwann... Wer weiß wann das Versteck.
Ja, wir müssen leider aufgeben, ne? Ja, nicht aufgeben. Ja, zumindest für diesen Punkt hier. Ja, diesen Punkt, da sind wir tatsächlich nicht weitergekommen. Aber da gibt es zum Glück eine Ersatzstation extra für diesen Fall. Ich zeig's euch nochmal. Ja. Und auf der anderen Seite ist da sowas, ne? Und da drin soll man irgendwie in 3D irgendwelche Zahlen erkennen. Ja. So viel Bier haben wir jetzt leider nicht dabei. Deshalb gehen wir jetzt zur Ersatzstation. Wo ist die? Wie weit? Die ist in ungefähr 290 Metern Luftlinie schräg in die Richtung. Also quer Busch ein. Ja, mal schauen, wie man da so am besten hinkommt. Okay. Ja, das haben wir uns jetzt mal fotografiert. Und schauen wir mal, ob uns der Alternativpunkt was bringt. Das wäre der Alternativpunkt. Hier irgendwo. Stehen irgendwo Koordinaten rum, sagst du? Ja, es stand auf dem Zettel, dass man hier jetzt wohl die Koordinaten in Kleinschrift lesen könnte. Okay, ich suche jetzt mal das Schild hier ab. Könnte das Schild sein. Vorsicht, ganz viele Brennnesseln. Nee. Da steht jetzt nichts drauf. So, wir haben den Verdacht, dass wir hier runter müssen. Hier ist so ein verdächtiges Seil. So, das ist jetzt, da ist bestimmt Strom drauf. Das geht auf jeden Fall runter, unten drunter durch. Du hast es am anderen Ende nicht gesehen. Moment, ich schau nochmal auf dem anderen Ende. Das ist da festgebunden an einem Ast. Sehr offen. Oh, hier liegt Geröll rum. Das ist schon mal ganz gut. Ja, das Fußbad war sehr erfrischend, aber Julian hat dann doch den Hinweis hier oben gefunden. Ja, es war tatsächlich am Schild. Man muss nur genau schauen. Das ist nämlich sehr klein. Jetzt dürfen wir wieder in die Brennnesseln. Und zwar ist es genau... Ach nee, ne? Hier. Jetzt guckt mal mit der Kamera. Das ist ein kleiner Magnet. Das ist ein Döschen. Da ist tatsächlich was drin. Ach, wie süß. Die Koordinaten. Die Koordinaten für den nächsten Punkt einfach. Oder ein Rätsel. Nee, direkt die Koordinaten. Gut, das dann kein Rätsel mehr. Haben wir zumindest jetzt mal ein Rätsel gespart und können mal weitergehen. Ja. Hier vielleicht? Ja, das passt, ja. 15 Meter noch, das müsste da rein. 15 Meter da rein. Ja, ungefähr. Ja. Wollen wir mal gucken. Eieiei, hier kommen jetzt Dornen. Jetzt hänge ich mit dem Kabel. Ja. So, und durch. Ach du Scheiße. Ja. Wo ist hier ein kleiner Weg nach oben? Ja, das hier würde ich so. Das würde ich sagen. Ja. So, hier liegen schon Bäume quer. Er meint, es müsste hier irgendwo sein. Eine sehr auffällige Baumwurzel. Eine sehr auffällige Baumwurzel. Kann man sich hier hinsetzen? Oh ne, das lasse ich mal, wenn du da drunter gehst. Ja, wollen wir doch mal gucken. So, jetzt bin ich auch endlich hier. Mauselöcher, finde ich. Ja, da findet's ja auch genug. Aber kein Hinweis. Geschweige denn hier irgendwie wieder rauskommen. Sven, du bist der Held. Ja. Wir haben hier bestimmt jetzt dreiviertel Stunde lang gesucht. Du hast ihn. Ich habe sie gefunden. Aber unter Einsatz meines Lebens, man sieht, Schrammen. Oh. Ja, ich fall schon wieder. Siehst du, ich hab aber das Ding hier gefunden. Man sieht's, ja. Und das ist auch hier auf jeden Fall Geocache. Man sieht das. Also du hast das Blatt gefunden. Ja. Wo war's denn? In der Wurzel. In einer Wurzel drin. Wo jeder von uns schon
x-mal reingeguckt hat, auch ich. Und jetzt, weil ich langsam die Schnauze voll hatte, bin ich reingeklettert in die Wurzel. Und du siehst, ich falle hier. Ich bin total aus dem Häuschen. Und du sagst, der Draht hat rausgeguckt. Ja, der Draht hier. Dieses bisschen Draht habe ich als erstes entdeckt. Und dann habe ich gezogen und gezogen. Und dann bin ich auch schon den Berg runtergerutscht, wie jetzt hier. Du siehst, so schnell geht's. Nee, ich bleib jetzt da unten stehen, dann, weil ich rutsche sowieso wieder hier runter. Okay. Dann bleibst du gleich da unten, sagst uns, was los ist, damit... Ja, was los ist? Ja, was da drauf steht. Pflaster gibt's gleich und dann kannst du es nämlich gleich wieder zurückbringen. Ja. Ich gebe das den Profis am besten, die können das Rätsel lösen, ich tue mich verarzten und irgendwie muss ich das Ding ja dann auch wieder zurückplatzieren. Ja. Gib's mir mal das Blatt, ich gebe das an die Profis weiter. Ja. Leute, wir werden jetzt unsere Aufgabe, die wir bewältigen sollen, für den nächsten... Koordinationspunkt werden wir herausfinden. Hoffentlich nicht wieder so eine Odyssee. Ich blute. Ich darf es nicht glauben. Aber gut. Ja, Spaß macht's schon. Das hat jetzt halt ein bisschen länger gedauert. Aber wir schauen, wie das weitergeht. Wir sind jetzt hier an Stage 3 und müssen jetzt aus einem Text heraus die Koordinaten lesen, herauslesen, wirklich im wahrsten Sinn des Wortes, für Stage 4. Wir haben sie schon. Und wir haben sie schon, höre ich gerade. Und die sind in der Entfernung von 432 Metern. Wir hatten hier halt einen Text in Frakturschrift und in dem Text sind offensichtlich einige Buchstaben fett gedruckt und ja, man muss eigentlich nur die fetten Buchstaben lesen und dann ergibt sich die Koordinate in Form von als Wort geschriebenen Zahlen. Also eigentlich gar nicht so schwer. Wir haben es gefunden. Wo ist es? Es liegt da oben, auf dem Baum, ein kleines Döschen. Im Baum drin. Na dann, du hast ja eben schon so schön geklettert, als wir bei dem anderen Baum waren. Ja, das dürfte keine Schwierigkeit darstellen. Das ist dann auf. Einfach, ja. Wenn ich einmal drauf bin, dann so. Er klettert. So, und dann bin ich auch schon da. Jetzt ist er oben. Bringt es am besten erstmal wieder mit runter. Er bringt es mit runter, genau. Jetzt. Ich werf's mal so hin. Ja, schmeißt es hier hin. Aha, wisst ihr, was das hier ist? Das ist ein Rohling, aus dem die PET-Flaschen gemacht werden. Die habe ich mal bei irgendeiner Firma, wo Wasser abgefüllt bekommen. Die werden oft verwendet, die werden auch entsprechend PET-Ling oder auch kurz PET-Linge genannt beim Cachen. Das findet man häufiger eigentlich. So, dann machen wir jetzt mal auf und finden wieder ein laminiertes Papier. Genau, mit sehr absehbaren Zahlen. Okay, der Wert für D war jetzt auch sehr absehbar. So, man muss sich einen rot markierten Pfad auf der umseitigen Schatzkarte einprägen und ihm dann bis zum Bergmannsloch folgen. Den fotografieren wir ab. Da waren wir heute schon mal beim Bergmannsloch. Okay, gut. Ja, wir haben ja gesagt, das ist ein Rundweg. Den Pfad muss man sich jetzt nicht einprägen. Ja, genau, das passt dann auch. Da kommt das heißt, wir müssten ja irgendwann da wieder rauskommen, wo wir angefangen haben. Ja, da irgendwo auf dem Blick über Gelnhausen. Dann wird man wahrscheinlich da oben dann wieder lang. Ja, das kommt auf jeden Fall hin, ja. Und dann ist hier noch was dabei. Ach, das ist nochmal. Ach, das ist zum Mitnehmen nochmal. Na gut, das brauchen wir jetzt nicht, weil wir wissen ja jetzt schon, wo es da lang geht. Gut, also wir gehen jetzt wieder hoch da zu diesem Loch, wo wir vorhin waren.
denn da soll irgendwo noch ein Hinweis sein. So, jetzt sind wir wieder am Bergmannsloch, da wo wir ja vorhin schon mal gewesen sind. Wir erinnern uns, jetzt sollen wir ja nach einer Münze gucken, stand auf dem letzten Hinweis. Und jetzt ist hier auf der Tafel zufälligerweise Münzen drauf. Ja. Steht da irgendein Ort oder sowas dabei, wo man vielleicht mal gucken könnte? Ja. Aber dann müsste doch hier eigentlich noch irgendwo etwas versteckt sein. Vielleicht auf Höhe der Münze, da ist ein Vogelhaus. Dass wir daran oder da drinnen was finden. Ist das Loch offen? Das Loch ist offen. Das ist dann eher unwahrscheinlich. Dafür cachen die meistens zu und extra gebaut. Ist so leer. Ja. Dann mal weiterschauen. Was ist noch etwa auf Höhe der Münze? Jetzt könnte es natürlich auch hier drinnen sein. Das ist genau hier. So. Wobei ich hier nicht einen Cache verstecken würde, weil ja hier so viele andere Leute auch gucken, die gar nicht nach Geocaches suchen. Deshalb suche ich mal weiter hier vorne. Wir haben jetzt alles abgesucht hier und finden nichts. Jetzt könnte es natürlich sein, wir haben wieder nicht gut genug geguckt und Sven findet es gleich wieder unter der Bedingung, dass er dabei wieder sehr viele Schrammen davon trägt. Aber du hast im Internet schon die nächsten Koordinaten gefunden. Warum das denn? Ja, das weiß ich gerade auch nicht, aber auf der Seite von dem Cache sind die schon angegeben. Und den Wert für den, also den Buchstabenwert für die Variable, die man hier suchen muss, den kann man sich eigentlich auch ableiten. Und man kann zur Not einfach die anderen Möglichkeiten durchprobieren. Was sind das denn für Buchstaben, die wir da die ganze Zeit schon sammeln? Also es gibt an jeder Station einen Buchstaben A, B, C, D, E und so weiter. Und dem wird dann entsprechend eine Zahl zugeordnet. Und die braucht man dann, um nach der nächsten Station die Koordinaten für das Final, also für die letzte Dose dann zu berechnen. So, und jetzt gehen wir einfach weiter und können uns diesen hier denken, weil die anderen irgendwie eine Kombination ergeben, wo dieses hier bei rauskommen müsste. Ja, beziehungsweise wenn dem nicht so ist, dann kann man immer noch, das höchstwahrscheinlich Zahlen von 0 bis 9 sind, das einfach ausprobieren. Hm. Und da kann eigentlich gar nicht so viel schief gehen. Okay, hast du schon das nächste Cache eingetragen? Das mache ich jetzt gleich noch, das dürfte aber nicht so weit weg sein. Ja, es ist ja ein Rundweg und so grob 500 Meter in die Richtung war ja der Startpunkt. So, dass es ja irgendwo da in der Nähe sein muss. Das nächste ist jetzt nochmal, wo wir eine Lösung finden müssen und dann haben wir aber das Ziel schon. Genau, das ist so, genau, das ist es. Und das ist in 687 Metern. Das ist auch schon wieder in Richtung da hoch? Ja, in Richtung eine Mülldeponie wieder da, wo wir angefangen haben. Heißt, wir bewegen uns so einmal um die Mülldeponie hier rum. So ungefähr, ja. Da wird wahrscheinlich nur Müll in dem Versteck drin sein. Etwa hier soll das letzte Versteck sein, dass wir dann das Ziel finden. Genau, und dein Hinweis wieder suggeriert, dass es irgendwie befestigt ist, nehme ich mal an, dass es ein Vogelhäuschen ist, was da im Baum hängt. Ja, dann darfst du gleich, glaube ich, nochmal klettern, denn da hängt ein Vogelhäuschen im Baum. Aber vorher würde ich trotzdem nochmal am Boden schauen. Genau. Vorher guck mal auf den Boden und ob wir so noch was im Baum sehen. Genau. Bevor wir da einen Vogel rausjagen, denn da ist auch ein Loch in dem Vogelhäuschen. Es könnte auch genauso gut noch irgendwo da am Zaun sein, wobei das dann eher unwahrscheinlich ist, da in der Beschreibung schon dieser Name der Eiche drin stand. Also wird es diese Eiche sein. Werde ich doch stark von aus. Ja. So, er ist jetzt im Baum, untersucht das Vogelhäuschen. Vielleicht sieht er ja so noch einen Hinweis. Vielleicht ist was anderes da oben. Dahinter vielleicht? Nee, das ist
aber hier oben auch nicht direkt was zu sehen. Das Schild hier habe ich gleich in der Hand. Das ist sehr gut fest. Da würde ich, ja. Damit sehen wir, das Schild war sehr gut fest. Okay, ich schaue jetzt nochmal genau nach den Koordinaten, weil die nämlich auch nicht ganz GPS-Gerät. Könnte es vielleicht der Strommast da hinten sein? Das wäre denkbar. Muss ich gerade mal schauen. Ja, dann könnte da, unterhalb dieses Busches, der ist ja ziemlich lang gewesen, da war ja auch irgendwo der Startpunkt. Ja, hoffen wir mal nicht, dass es da drin ist. Wieder eine Wegplatte. Die Strecke ist leider nicht mehr so ganz benutzbar gewesen. Da fehlen Hinweise an Station 3, haben wir ewig lang gesucht. Das haben wir noch gefunden an Station 4. Das war wieder ein bisschen einfacher. Station 5, nach der Münze greifen. Also kein wirklicher Hinweis. Da stand nichts, da war nichts mehr zu finden. Und dann hatten wir im Internet gefunden die Koordinaten zur Station 6. Das war dieser Baum. Da findet man gar nichts. So, was macht man? Da gibt es dann den Telefonjoker. Es gibt ja Leute, die haben das schon unter Umständen mal gefunden. Und so haben wir das jetzt auch gelöst. Wir haben jetzt die Koordinaten zu dem Versteck und müssen nur noch mal da suchen. Und das ist nicht mehr weit. Jetzt sind wir am Ziel, hoffe ich mal. Ja. Hier rein, sagst du. Genau, es zeigt jetzt noch 25 Meter an. 25 Meter? Da geht's der Abhang runter. Ich hoffe, da kommt man von hier aus dran. Du, das. Mal gucken, wie steil das ist. Da geht's. Zur Not muss man von der anderen Seite. Tja, da müssten wir vielleicht mal gucken, wie man da also hinkommt. Ja, das ist dann ja ein bisschen durch. Das ist dann, glaube ich, von der anderen Seite anzugehen. Ja, das ist wahrscheinlich. Hat auch jemand geschrieben, er ist beim Feind von der falschen Seite gekommen. Das sieht ja geil aus. Der Boden ist richtig rot. So, rotes Licht, das heißt wahrscheinlich der rote Teppich für uns. Ja, hier kann man definitiv nicht runter, aber ich kann mal gucken, ob es da unten ein Weg ist. Wir können ja schon mal gucken, ob man was sieht. So, da ist jetzt noch mal ein Vogelhäuschen. Die brauchen wir nicht mehr aufmachen. So, wie weit muss man denn noch runter? Tja, jetzt zeigt 10 Meter nach rechts an. Vielleicht ist es ja doch noch hier. Man weiß es nicht. Aber du sagst, jemand hat geschrieben, er sei von der falschen Seite. Aber eigentlich ist es ja nur logisch, wenn man hier so lang kommt, dass man den Weg nimmt. Vielleicht ist es ja da rechts irgendwo. Das können wir die Haselnusssträucher hier durchsuchen. Noch 9, dann wird es eher dieser hier sein. Ich hoffe, dass es noch hier oben ist. Ja, wir hoffen mal, dass es noch hier oben ist. Hier liegt ein Vogelhaus. Nein, da wird es nicht sein. Zur Not kommt man da auch irgendwie runter, wenn man vorsichtig ist. Das machst du. Es wäre dann, vielleicht ist es an dem Baum da unten. Ja. Ich könnte mal gucken, ob man da. Ja, rutschen, runter. Und das der Hochgang. Ja, hoch geht ja meistens leichter, so ein Abhang. Ich könnte mal probieren, da rechts runter zu gehen. Das macht mal schön der. Ja. Mir rutscht da jetzt denn um meiner her. Er will da runter. Kann er da einen Stock da probieren. Ja. Lass mal so stehen. Ja, ihr habt da schöne Schatten drin. Sei vorsichtig. Rettungsausbildung habe. So, jetzt hätten wir mal ja 30 Meter Mikrofonkabel mitnehmen sollen. Er hätte, also wenn er fällt, würde er schon laut weiter kommentieren können. Ja. Er geht jetzt also den Abhang runter. Sieht es sehr, sehr spektakulär aus, ja, macht wie er da gleich rutscht. Er darf dann auch die Büchse mit hochbringen, genau, und hinterher wieder runterbringen. Ja, so wie du vorhin, Sven. Genau. Er soll ja auch mal so ein bisschen in das Feeling kommen, wie ich vorhin der Bärsch. So, jetzt ist er bald unten. Ich kommentiere jetzt mal von einer anderen Position.
Muss nur aufpassen, dass ich nicht auch gleich da unten sitze. So, jetzt ist er da unten. Irgendwo. Aber daran zeichnen sich solche Verstecker ja dann auch wieder aus. Und dieser hier hat ja auch irgendeinen Preis gewonnen. Und wenn das wirklich da irgendwo unten ist, dann ist das ja gerade der Kniff. Du kommst von hier oben her, weil deine Geräte dir sagen, lauf da lang und dann stehst du hier vorm Abhang. Ja. Und dann geht's erstmal 30 Meter in die Tiefe. Ja, jetzt ist er da unten gleich. Da rutscht man ganz schön und ich habe es hier gefunden. Es ist eine Metallkiste. Steht auch drauf, offizieller Geocache. So, wie geht denn das Ding auf? Na. So, wir finden Ü-Ei-Figuren. Noch zum Zusammenbauen. Drei Stück davon. Gehen wir mal hier hin. Dann einen Golfball. Schlüsselbänder. Figuren. Und einen Kugelschreiber. Und natürlich das Logbuch. So, dann... So, jetzt darf ich ins Finale gefunden. Ja, herzlichen Glückwunsch. Der erste Eintrag, der ist von 2012. So, hier sind die Einträge. Dann wollen wir mal, hier sind auch Stempel drin. Wollen wir mal die letzte Seite suchen. So, und dann schreiben wir jetzt rein. Funden am, den wievielten haben wir heute? 26. glaube ich. Irgendwann Mitte in der Nacht? Nee, wie viel Uhr? 21 Uhr irgendwas. Moment, wir haben 21.14 Uhr. So, von Dick und Doof. Fernsehen. Ja, und wie heißt ihr? Also Metzgermann, also M-E-Z-G-R, ohne T, M-E-Z-G-R einfach nur. Okay, habe durchgestrichen. Und? Hier auch noch weg. Genau, M-A-N. Hä? M-A-N. Ja, zusammen eigentlich, egal. Und dann noch Hesselein, also Hesse, Lyon. Ja. So, damit packen wir den ganzen Schronz hier wieder ein. Ja, das war's. Das Geocache. Da unten irgendwo auf dem Hang sind wir rumgekraxelt und wo lag's dann drin? In irgendeinem alten Baumstamm. Ja, Gabi sitzt jetzt auf dem Boden. Ich weiß nicht, ob man sie noch so gut sehen kann. Ich bin erschöpft. Du bist erschöpft, okay. Wie war der Tag? Anstrengend. Heiß, staubig, stachelig und... wie heißt das? Ja, voller Brennnesseln und Disteln und überhaupt und Bremsen und... Ja, wir sind jetzt froh, dass wir es gefunden haben.
Hast du gedacht, dass es so schwer ist? Nee, ich hätte es mir dann doch ein bisschen leichter vorgestellt. Also gerade das Ende, das war definitiv mehr als Terrain 4, das war schon 4,5. Du hast Geocaching ja schon ein paar Mal gemacht, Sven, aber mit sowas hast du auch nicht gerechnet. Schwanz erotisch. Er fand es erotisch, wie wir auf dem Hang rumgekraxelt sind. Ja, ich sag dann mal Tschüss. Ich fand es ein gewöhnungsbedürftiges Hobby. Und damit sagen wir Tschüss und wir fahren jetzt heim und vielleicht sehen wir uns irgendwann mal beim Geocachen. Tschüss! Ciao. Tschüss!